Herzlich willkommen bei Quiz und Arnulf. Arnulf und Quiz. Ja, meine Lieben, heute haben wir als Thema Social Media Plattformen und Social Media allgemein. Ja, also ich weiß von mir und natürlich auch von Quiz, dass wir grundsätzlich auf relativ vielen Social Media Plattformen auch unterwegs sind. Nein, nicht alle. Bist du auf LinkedIn? Ganz ehrlich, bist du auf LinkedIn? Nein, natürlich nicht. Nein, ich auch nicht. Also wir sind nicht auf allen Plattformen. Snapchat habe ich auch. Na gut, ich habe schnell Snapchat. Aber ich mache nichts auf Snapchat, ja? Ich war da nur wegen einer besonderen Sache mit diesem mach dich zu einer Comicfigur. Das war ganz auf Snapchat. Ich habe einen Think-Account. Was ist das? Ja, das ist so eine Art Facebook mit virtueller Währung. Hä? Also so richtig zum Geld verdienen auch? Oder? Nein, gar nicht, sondern quasi du machst Content und dafür bekommst du quasi so eine Art Währung, die du dann in Aufmerksamkeit quasi umwandeln kannst. Also das heißt also, du, wie wenn du auf Facebook deine Beiträge mit echtem Geld sponserst. Genau, ja. So auf die Art soll das funktionieren. Davon haben wir noch nie gehört. Think. Ja, das dürfte in Amerika, habe ich das jetzt zufällig gesehen. Die meisten Plattformen merkt man ja erst, wenn irgendein anderer sie benutzt. Und auf YouTube habe ich eben letztens gesehen, da war unter den ganzen namhaften Plattformen, Netzwerken eben dieses dabei. Und ich dachte mir, interessant, kenne ich nicht, sehe ich mir mal an, was kann das? Ja. Und im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich wie Facebook. Nur halt hat es sich dieses Währungssystem überlegt. Muss ich aber ehrlich sagen, habe ich jetzt auch nicht sehr viel gemacht, habe ein paar Posts ausprobiert. Da müsste man sich wirklich in die Thematik reinsteigern. Und soziale Netzwerke brauchen halt sehr viel Zeit. Ja? Wo soll man die? Also ich tue mir echt schwer, alle, die ich bereits habe, regelmäßig mit individualisiertem, dafür geeigneten Content zu versorgen. Ne? Ja, wobei man sagen muss, bei TikTok läuft das bei dir ja gar nicht so schlecht. Es geht, weil die Produktion für ein TikTok-Video ja sehr viel easier ist, sage ich jetzt mal, sehr viel einfacher, sehr viel zugänglicher. Kommt auf den Konto. Ja, genau. Du hattest einfach eine gute Idee, die sich leicht umsetzen lässt, ja? Es gibt also Leute, die also Content machen, der unheimlich aufwendig ist, ja? Während du hattest halt eine Idee, die simpel umzusetzen ist. Muss auch sagen, dies auch in abgewandelter Form nicht neu ist. Nein, aber genau. Du machst sie relativ cool, also bringst es relativ gut rüber. Weil du einfach. Ich glaube, gewonnen. Bindest das super in Jokes ein. Ja, also im Endeffekt. Nichts, was es nicht schon gab, aber in neuem Gewand und für dich super passend. Weil du bist Wiener. Also wenn ich jetzt das machen will, wird überhaupt nicht rüberkommen. Ja? Das ist das Problem. Also es ist einfach, man muss auf Social Media, gleich mal der erste Tipp, auf Social Media sollte man Dinge tun, die zu einem passen, weil es geht auch da wieder drum, seid authentisch, ja. Was immer dieses authentisch ist, es muss ganz ehrlich sagen, das mit dem authentisch auf Social Media sein, also das ist ja auch das große Problem. Alles zeigst du ja nicht von dir. Das heißt also, das, was du zeigst, ist schon authentisch, aber das heißt ja nicht, dass du alles gezeigt hast. Ja, das heißt ja nicht, dass du total in deiner Privatsphäre alles herzeigst. Das würde ich in der Form auch nicht machen wollen. Ja, manche machen sich ja komplett nackig vor der Kamera, also nicht jetzt kleidungstechnisch, sondern seelisch, innerlich, ne? Das kann man machen, muss man aber nicht, ja, also bin ja, es, gar es nicht gibt schon Beispiele, wie Leute mit gefakten Accounts, gerade auf Instagram, sehr erfolgreich geworden sind und quasi einen Lifestyle dargestellt haben, den sie in Wahrheit gar nicht leben. Ich habe unzählige Fälle. Gut, es gibt viele, ja, das schon. Unzählige Fälle gehört, ja. Grundsätzlich, man kann auch mit gefakten Accounts
bekannt werden, aber der Aufwand, und das ist eben das, was ich eben gemeint habe, wie du richtig gesagt hast, es gibt Leute, die machen TikTok-Videos, die sind großartig, ja, und bekommen vielleicht nicht wirklich annähernd die Aufmerksamkeit, die sie dafür verdient haben. Und dann gibt es wieder Leute wie ich, ja, die einfach so in 2 Minuten ein Video produzieren auf TikTok, und die Funktionen sind eigentlich ziemlich gut für das, dass das eine fürchterliche Datenkrake ist und wieder mal alles von deinem Handy an Daten nach China und Amerika schickt. Aber ungeachtet dessen, die Funktionen sind sehr, sehr gut. Also wenn man sich damit mal beschäftigt, du kannst sehr easy Voice-Over machen, du kannst sehr easy nachbearbeiten. Es ist eine wirklich starke Videobearbeitungssoftware, die steckt da dahinter. Und dadurch kannst du relativ schnell relativ coole Videos produzieren, sie sofort hochladen. Der Workflow ist toll, ja. Das muss man schon dazu sagen. Ja? Für dasselbe Video würde ich wahrscheinlich auf YouTube einfach länger brauchen, allein schon mal wegen der Zeit zum Hochladen, wegen dem Bearbeiten, dem Eingeben von den Tags etc. Das fällt bei TikTok halt alles weg. Das ist schon sehr Ja, praktisch. ich muss sagen, gerade die Tag-Funktion und so, klar, ist alles durchaus einfach gestaltet bei TikTok. Was ich allerdings sagen muss, wenn ich Musik hochlade, und das ist ja eigentlich mein Main-Content dort, dann ist es immer so, dass ich das natürlich auch noch soundmäßig nachbearbeiten will. Und da komme ich um Videoschnittprogramm oder ein Soundprogramm nicht außen rum. Und damit brauche ich auch für ein TikTok-Video schon wieder entsprechend länger. Also in 2 Minuten ist da gar nichts. Also das geht halt nicht bei mir. Die Funktion ist halt praktisch, dass du halt wirklich Videos, die du auch außerhalb produziert hast, so reinbringen kannst. Das ist cool, das bieten ja andere Plattformen so leider nicht. Das ist zwar möglich, aber dann wieder musst du wieder mit Tricks arbeiten. TikTok sagt ja klar, lad hoch, passt, mach nur. Das heißt, du hast die Möglichkeit, und das, was du ansprichst, halt, das ist auch was, wo ich mir auch gedacht habe, es wäre schon sehr, sehr cool, wenn es ein Mikrofon gäbe, das ich direkt an mein Handy anschließen könnte, dass zumindest der Sound nicht von diesem blöden Handy-Mikrofon abgenommen wird, das einfach die Qualität nicht hat. Aber Ja. geht das nicht? Das geht schon irgendwie, aber ich weiß eben nicht, welche Mikrofone jetzt TikTok unterstützt. Ja. Ich habe im Internet auch dazu gar nichts gefunden. Und wenn ihr damit Erfahrungen habt, packt mir das bitte in die Kommentare. Ich suche nämlich ein Mikrofon. Also uns halt hier unter dem Video. Genau, bitte, ja, weil ich suche wirklich händeringend ein Mikrofon, das ich an mein iPhone anschließen kann, das von TikTok unterstützt wird, um den Sound nochmal aufzuhübschen. Weil, wie gesagt, ich bin mit dem Handy-Sound äußerst unzufrieden. Aber ich habe noch keins gefunden, was mir garantiert, dass ich jetzt so viel Kohle ausgebe und es wird dann auch unterstützt. Ne? Ja, ist ganz klar, ist ganz klar. Na, müsste ich mal mit meinen Sachen, die ich hier habe, ausprobieren. Das wäre nett. Ja, vielleicht hast du ja was, das funktionieren könnte. Ja, Du hast ja also einiges an Equipment. bisschen was habe ich ja da, richtig. Gut, also Think haben wir jetzt mal besprochen, dann haben wir TikTok angerissen. Gehen wir doch mal weiter zu unseren Main-Sachen wie YouTube. Und Twitch und ich sag mal Instagram, Facebook bei mir interessanterweise durchaus wichtig und Twitter. Also das sind jetzt mal so grob die Sachen, die ich noch habe. Plus ganz neu natürlich OnlyFans und Patreon. Der eigentliche Anlass für diesen Podcast. Ja, irgendwie, ja, so, ja, ich mache OnlyFans. Interessanterweise allerdings, bekleideten Content. Das ist also Das haben. so, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die OnlyFans haben und sich nicht ausziehen. Ja, es ist so. Also die Plattform bietet zwar die Möglichkeit, also bis hin zu expliziten Content hochzuladen, aber eben auch, also es gibt dort sexy Köchinnen, sexy Sport, Trainer und so weiter und so fort. Also meistens aber halt wirklich in sehr gut aussehend durchtrainiert und sonst was. Und ich denke mir einfach, da kann ich halt einfach mal Grenzen überwinden, Grenzen überschreiten, voll bekleideter Content eines durchaus in die Jahre gekommenen dicken kleinen Menschen. Der aber höchstwahrscheinlich sehr Spaß machen wird. Also,
Ich habe auch schon die ersten Abonnenten. Es sind erstmal, ich meine, gut, seit gestern läuft das online. Also, wenn man das Video jetzt sieht, ist es dann schon ein bisschen länger. Also, ist es schon über eine Woche. Aber, wohlgemerkt, bitte beachten, ja, gleich am ersten Tag, also als es ging, zwei Abos gemacht, ja. Fand ich spannend. Aber ich habe ja OnlyFans ja nicht einfach so angefangen, sondern es wurde dezidiert immer wieder danach gefragt. Und ich habe einfach gesagt, da gibt es halt ungewandeten Content. Ungewandet heißt in dem Fall aber nicht nackt, sondern eben mit normaler Kleidung. Das Problem ist, wenn ich den Content dann so durchziehen will, wie gewünscht wurde, muss ich mir sogar extra Klamotten kaufen, damit ich normale Kleidung habe dafür. Es wollte irgendjemand Content in einem Hemd. Ich habe kein Hemd, das mir passt. Also ich werde mir ein Hemd kaufen müssen, damit ich auch mal was in Hemd machen kann. Schräge Dinge. Schräge Dinge kommen auf mich zu, aber ich bin schon gespannt, wie sich das entwickelt. Für mich halt ganz, ganz wichtig, und mit OnlyFans habe ich halt wenig Erfahrung, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal. Für mich halt ganz, ganz wichtig ist der Workflow bei solchen Plattformen. Ja? Wie schon gesagt, bei TikTok finde ich den Workflow sehr, sehr gut. Bei YouTube bisschen weniger. Twitch ist geiler Und Workflow. Twitch ist sehr geiler Workflow, genau. Patreon fand ich den Workflow jetzt auch nicht so geil, ja, dass ich sagen kann, ich habe kaum Aufwand, ja, um Naja, die gut, mit Leute. der Handy-App kannst du also Fotocontent und schriftlichen Content super machen, ja. Bei Patreon ist es so, mit den Lens-Videos, das ist sowas wie ein Story-Format, kannst du halt auch flott was machen, aber alles, was jetzt Video betrifft, musst du anders hochladen, dadurch, dass aber viel von meinem Video-Content, Eben. also du lädst es halt genau wie auf YouTube hoch. Also entweder lädst du es überhaupt auf YouTube hoch und machst dann einfach einen Link rein, was bei ihr seht das Video eine Woche früher sehr gut funktioniert. Ja, das ist ja genauso, wie ich das auch für meine YouTube-Kanalunterstützer mache. Und viele der Zuhörer sehen schon, worauf das bei mir hinausläuft. Ja, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das auch finanziell für Leute vielleicht attraktiv zu machen. Also ich weiß, dass Leute, die bei mir da sind, sich freuen, eine Woche lang ein Video schon anschauen zu können, bevor alle anderen es sehen und vor allem werbefrei. Aber es ist auch so, kein Problem. Bei Patreon lädst es halt sonst über Vimeo hoch und fertig. Also das ist ja auch jetzt nicht so tragisch. Ich mache jetzt dann nicht so ewig lange Videos, sondern eher sehr kurze Update-Videos oder so. Das ist aber was mich de facto wieder ein bisschen gestört hat, weil, Aber wie du du richtig brauchst sagst, mindestens einen Laptop, ja. du brauchst einen Laptop, du brauchst eine zweite Videoplattform, wo du hochladen kannst, die wiederum mit dem Ganzen verknüpft ist. Das heißt, da mal rauf, dort mal rauf, da was hochladen, hier was raufladen. Und das ist halt schon, das bringt das Ganze ein bisschen ins Stocken, Ja, und ja. du musst es aber nicht über Vimeo hochladen. Du kannst direkt über Patreon auf Vimeo hochladen. Das heißt also, du brauchst nie wirklich auf diese Plattform Vimeo gehen, außer beim Anmelden. Und dann war es Aber. das ein einziges Mal. Und das ist wiederum bei Patreon sehr gut vom Workflow her. Aber wie ist es jetzt bei OnlyFans? Haben die denselben, ist das vergleichbar und haben sie einfach nur irgendwelche besseren Schutzmaßnahmen, um Jugendliche da auszusperren? Oder hast du das Gefühl, dass hier wirklich gut kontrolliert wird, um Jugendliche quasi auszusperren, um quasi wirklich nur ab 18 Content anzubieten? Oder ist Ja, der also Workflow sehr, sehr gut? eindeutig, eindeutig. Also grundsätzlich musst du da, also musst du überhaupt bei der Anmeldung schon mal deine Bankdaten oder Kreditkarte hinterlegen. Also sowas, die und wenn du dich anmeldest, also es ist nicht einfach, sich da anzumelden. Also das musst du schon. Ich glaube, es ist nicht übermäßig schwierig, aber als Creator sich anzumelden, das ist dann schon was ganz anderes, weil du die Bankdaten hinterlegen musst, dann musst du dich fotografieren, musst du deine entweder einen Reisepass oder eine ID-Card oder eben die Fahrerlaubnis, ja, also Führerschein,
auf beiden Seiten fotografieren. Ich habe es mit dem Führerschein gemacht. Vorderseite, Rückseite. Du brauchst dann im Nachhinein noch zusätzlich dann ein, also du musst dein Gesicht scannen. Im 3D wird das irgendwie gescannt und dann hast du, musst du noch zusätzlich hochladen, nochmal die Vorderseite deines Führerscheins und ein Foto, wie du deinen Führerschein selber hältst. Also das, die wollen hundertprozentig sicher sein, dass du auch wirklich du bist. Ja, es ist schon sehr sinnvoll. Beim normalen User kannst du, glaube ich, fast nur da, also du musst sowieso schon mal 18 sein, um User zu sein. Und dann musst du, um überhaupt irgendjemanden selbst bei Gratis-Content folgen zu können, musst du deine Kreditkarte hinterlegen. Also selbst wenn du nichts zahlen musst, ja, es gibt ja auch Gratis-Content dort. Also es gibt Gratis-Account, also die kannst du so ab abonnieren ohne irgendwas. Aber da ist es wirklich so, du musst deine Kreditkarte hinterlegen, sonst kannst du niemanden folgen, selbst wenn es gratis ist. Und ich glaube, das ist dann schon ziemlich eine Eingangshürde, die muss man überwinden. Und ich glaube, das ist also wirklich relativ safe, dass die Leute 18 sind. Aber wie ist der Workflow? Kann man Videos hochladen? Braucht man wieder eine Videoplattform Nein, nein, dafür? nein, das ist also Punkt 1, ich habe ja auch schon ein Video hochgeladen. Also das ist heute früh um 9 online gegangen, also wenn ihr das jetzt seht, vor 8 Tagen. Und da ist es so, da kannst du direkt am Laptop drückst du aufs Knöpfchen und kannst Video aufnehmen und das kannst du, das lädt sich dann hoch, ne? Also das ist super easy. Also das ist mega easy, ja. Du musst halt dann für die Zeit dann die Kamera freigeben vom Laptop oder so. Natürlich kannst du auch einfach Daten hochladen. Also du kannst das Video extern drehen und hochladen. Es geht genauso, Fotos hochladen. Du kannst die Videos auch timen. Also du kannst es direkt über die App zwar aufnehmen, aber trotzdem sagen, das will ich morgen um 9 posten. Also ich würde mir viele Sachen wünschen, die so easy sind vom Workflow her. Was natürlich ich nicht, also was du da jetzt nicht so hast, ist halt, was du bei diese Filter, die du halt bei TikTok hast oder bei Instagram und so, die habe ich jetzt, also die habe ich dort jetzt noch nicht gesehen. Und du, ja, ich habe halt jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe das Ding seit gestern online, ja. Aber Also, dass sie eine eigene Infrastruktur haben, um Videos hochzuladen, ist ja schon mal eine geile Sache, ne? Und wenn ja. du das direkt über die App machen kannst, ne? Keine App. Und Das geht nur über Browser. ah, okay. Das heißt also Laptop oder du gehst am Handy über den Browser rein auf die Seite. Das Ding ist keine App. Also hat auch keine. Also es ist einfach nur Browser-Sache. Aber das klingt schon mal vom Workflow her sehr viel spannender. Das heißt, das macht es eigentlich auch für Leute interessant, die gar keinen ab 18 Content oder vielleicht keinen Erotik-Content anbieten wollen, aber trotzdem sagen, hey, ich will eigentlich nur Erwachsene und ich will eine Plattform, die mir viele Möglichkeiten anbietet, schnell Dinge hochzuladen, eine eigene Infrastruktur hat, nicht über zig andere Sachen das Ja, es löst. ist sehr viel einfacher als Patreon. Das finde ich ja eigentlich sehr überraschend, weil Patreon eigentlich so alteingesessen ist. Viel länger Markt schon, ne? Ja, aber vielleicht deswegen halt auf die alten Strukturen noch sehr festgelegt ist. Also ich persönlich muss sagen, wenn in Patreon das integriert wäre, dass man einfach instant das Video aufnehmen kann, das wäre super cool. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob YouTube sowas hat. Dass du direkt in YouTube ein Video aufnimmst. Weißt du das? Also mir wäre es nicht aufgefallen. Nein, also außerhalb dieser Streaming-Funktion Ja, dann. wüsste ich da nichts davon, ja. Ja, dann ist das halt genau so. Ja, und dann ist ja schon das nächste. Du kannst auch über OnlyFans streamen, genauso wie du über TikTok live streamen kannst. Also Livestreams wird ja auch von Facebook angeboten. Es ist ja interessant, dass du Livestreams inzwischen fast über jede Plattform machen kannst. Also da merkt man die Power von Livestreams, ja.
Was wieder insofern ein bisschen schwierig ist, weil wenn du ja ein Twitch-Partner bist, dann darfst du ja nirgends anders live streamen. Und dann ist die Frage, was ist die Grenze? Ja? Ich meine, ist es schon ein Livestream, wenn ich einen Discord-Call mit ein paar Leuten mache? Theoretisch ist sogar das, was wir jetzt machen, sowas ähnliches wie ein Livestream, weil ich jetzt zwar one-on-one mit dir bin, aber wir machen das und streamen das uns gegenseitig über Discord. Was übrigens ja auch eine Social-Media-Plattform ist, die wir vorher noch gar nicht erwähnt haben. Auf der Liste war ja Discord noch gar nicht drauf. Was ich finde, ein absolutes Muss mittlerweile darstellt. Ich glaube, ich kenne keinen Kanal, möge er noch so klein sein, der nicht mit einem Discord-Server aufwartet und dort Weiß ich quasi. nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, Discord, also ich habe erst neulich wieder zwei Meldungen von verschiedenen Accounts gesehen. So, wir sind jetzt auch auf Discord. Ich glaube einfach, dass die meisten deswegen so auf Discord sind, weil wir jetzt in der Twitch-Bubble sind, ja. Weil außerhalb von Twitch ist Discord gar nicht jetzt so. Da sind noch ganz viele auf Teamspeak und so unterwegs, wenn die sowas überhaupt brauchen, ja. Manche machen das auch noch über. Ich weiß gar nicht mehr, ob es noch viel auf Foren gibt, weil ehrlich gesagt, es gibt so viel Möglichkeiten, Dinge zu lösen, wo ein Forum zwar eigener ist, eigenständiger, aber ich glaube, man hat auch mehr Scherereien damit. Also ist schwieriger, weil du musst das Ganze ja dann auch warten und du musst das Ganze. Es ist ja auch ein eigenes Programm, was du für ein Forum brauchst und das musst du wieder irgendwo lagern. Also sprich, brauchst einen Server dafür wahrscheinlich, auf dem das Ganze läuft. Also ich persönlich glaube, die Zeit für Foren ist ein bisschen schwierig geworden, weil wenn ich irgendwas direkt haben möchte, ist Discord. Du hast halt dann einfach deine eigenen Räume für verschiedene Thematiken. Und wenn du feststellst, okay, du brauchst für eine neue Thematik einen eigenen Raum, dann machst du den halt mal schnell und verschiebst die Beiträge da rein. Das ist ja alles easy zu machen und dann können die Leute über ein bestimmtes Thema dann dort diskutieren. Und dann hast du Ja, es auch eine kann, Ordnung. es kann halt, für mich war es halt im First Step etwas anstrengend, weil du musst dich halt in Discord einarbeiten. Es ist halt nichts, was du halt so gewohnt bist von der Struktur her. Es hat halt sein ganz eigenes, seinen ganz eigenen, es will ganz eigen bedient werden. Es ist praktisch so, wie wenn du dein ganzes Leben lang Windows hattest und plötzlich hast du einen Mac vor dir stehen. Ja, aber in Mac arbeitest du dich in kürzester Zeit ein. Also Mac, das ist ein schlechtes Beispiel, weil es gibt für mich persönlich nichts, wo du dich so easy reinfindest wie in Mac. Du, ich finde auch, wenn du mal verstanden hast, wie Discord funktioniert, ja, habe ich auch kein Problem mit Discord. Also von daher, ich meine das auch so, man muss den ersten Schrecken überwinden, dass es halt mal beim Einschalten ganz anders aussieht Und und du grundsätzlich nicht. sieht es potthässlich. Also musst du schon Ja. sagen, es ist potthässlich. Es ist portal und du findest nichts und es wirkt komplizierter, als es ist. Ja, Keine Ahnung, man. ich kümmere mich nicht drum. Ich habe glücklicherweise mein Mod-Team, das das macht. Die Räume entstehen, verschwinden, werden archiviert, ist irgendwo ändern sich die Namen. Also die Taverne zum Beispiel, wo wir uns sprachlich treffen, wurde inzwischen auch umbenannt auf die Taverne zur Ente. Und so weiter und so fort. Das fällt dann manchen Leuten gar nicht erst auf, erst nach einer Woche oder zwei, ne? Anderes ist es auch so, dass ich habe auch schon mal Kanäle gesucht, ja, die dann einfach irgendwo anders eingeordnet waren. Aber es ist einfach so, Discord ist halt sehr lebendig. Also es ist leicht zu ändern, aber dadurch wird es auch immer wieder mal geändert. Also vom Team, also das kann man selber halt machen oder bei mir macht es halt mein Team. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das wieder ein Brocken ist, um den ich mich nicht selber kümmern muss. Wo wir wieder beim Thema sind, wie will man all die sozialen Netzwerke, die es mittlerweile da draußen gibt, regelmäßig mit Content versorgen,
Und wir haben ja schon vorher schon öfter mal in privaten Gesprächen darüber gesprochen, wie schwierig es ist, weil konzentriere ich mich jetzt auf die eine Plattform, vernachlässige ich automatisch eine andere. 24 Stunden am Tag, das ist unser Limit und irgendwo müssen wir schlafen auch noch. Das heißt, es wird nochmal mindestens 5 Stunden gekürzt. Ja, nur, na, bei mir sind es mehr. Nee, also ich habe von gestern auf heute, glaube ich, 5 geschlafen, ja. Ja. Facebook, hast du gesagt, ist für dich auch noch immer ein Thema. Weil Für einfach das viele. gewachsen ist über Jahre hinweg. Und da sind. Gut, ich habe ja mein privates Facebook mit, glaube ich, über 4000 Befreundungen, obwohl ich fast keinen neuen annehme. Also ganz selten, dass ich jemanden annehme, weil ich habe ja auch nicht nur meinen Privataccount, sondern die anderen und Fans sollen gefälligst auf die anderen gehen. Die anderen ist richtig. Ich habe für Arnulf das Schandmaul einen Account, den ich relativ brach liegen lasse. Dann habe ich einen Account für die Band, für die Schandgesellen. Und dann habe ich natürlich noch den Kavau TV-Account, ja. Der wird dadurch wiederum genährt, weil ich halt meine Instagram-Stories und Posts dort teile. Ja? Das heißt, irgendwie wird das gar nicht direkt bedient, also, aber so indirekt bespielt. Ja? Wobei ich halt das nicht wollte, dass ich mein Instagram-Zeug auch alles poste auf Twitter. Weil ich Twitter nicht so richtig bespielt hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Foto auf Twitter hochlade, dann ist es direkt hochgeladen hübscher, als wenn da immer dieser Instagram-Verweis ist. Ja? Es gefällt mir persönlich nicht. Und wenn es mir schon nicht gefällt, nehme ich mal an, dass es anderen Leuten auch nicht gefallen wird. Ja? Und dann ist es auch das Problem, also dass ich grundsätzlich. Wie du vorhin schon erwähnt hast, ja, ein bisschen individualisierten Content haben möchte. Das heißt, ich bin inzwischen so weit, dass ich also doch, also glaube ich, so 4 Tweets am Tag mache. Auf Instagram versuche ich mal, mich von einer Story auf 2 Stories zu steigern. Instagram-Posts mache ich viel zu wenig. Die Reels nutze ich noch überhaupt nicht wirklich, ja. Ich weiß mich noch nicht wirklich, wie man die Reels bedient, aber ja. Story habe ich jetzt schon drauf. Aber Reels ist mir noch so ein bisschen fremd. Das Problem ist, du musst dich halt auf allen Plattformen einlesen, auf allen Plattformen dann auch überlegen, was kommt bei den Leuten an. Die zweite Story auf Instagram hilft mir zum Beispiel, meine Food Stories ein bisschen zu kaschieren, dass also nicht alles nur mein Essen ist. Andererseits will ich aber meinen normalen Instagram-Account nicht mit den Essensfotos voll spammen, sondern da will ich anderen Content haben. Deswegen lieber diesen 24 Stunden Only Story-Dingens. Freuen sich die Leute auch, dass was kommt. Die Leute kriegen auch ihren Sabberanfall, weil es lecker Essen ist und trotzdem sehe ich nicht aus, als wäre ich ein Foodblogger. Es ist halt auch, es ist das. Ist ein ganz easy Content, wenn du kochst, ja, dass du einfach dein Mittagessen fotografierst. Und das ist noch nicht mal aufwendig. Ich mache jetzt keine Food-Fotografie, wo ich wirklich schön ausleuchte und so. Es kommt halt einfach auf dem Esstisch rauf und gut ist, ne? Ein Foto und passt schon. Ich mache mir da halt jetzt auch nie so viel Arbeit. Und Instagram war bis jetzt immer so mein ja, mein Hobbykanal, wo ich auch mal geteilt habe, was so meine Hobbys sind, was ich so, wenn ich unterwegs bin, ein paar Sachen, irgendwie Selfies. Nicht jedes Selfie sollte aussehen, als wäre es ein Selfie. Also ich mag ganz gern Selfies, wo man nicht in die Kamera schaut und nicht jedes Mal im selben Winkel, sondern auch mal irgendwo in die Gegend guckt oder sonst was. Alles andere finde ich halt, pff, ja, aber da kannst du auch mal sagen, so, jetzt schneit's oder so. Das ist also, und Instagram-Fotos, ich pack die Fotos halt jetzt nicht auf Twitter. Und ich glaube, ich habe jetzt über eine Woche kein Foto mehr auf Instagram gemacht. Das ist ja auch so. Also ich glaube, 2 Fotos auf Instagram plus ein paar Reels plus 2 Stories täglich sollte eigentlich sein und das Ganze regelmäßig und so.
Aber das ist praktisch, wenn du Instagram wirklich so machen willst, dass du Instagram auch wirklich nach vorne bringst, dann solltest du dich auch auf ein Thema damit fokussieren und dann auch noch eben Fotos, Reels, Stories und alles in einem regelmäßigen Content-Kreislauf drin haben. Und dann ist es wieder eigentlich richtig Arbeit. Und neben Twitch und YouTube, ich vernachlässige im Moment auch TikTok zu sehr, ja. Was auch wieder doof ist, dass Instagram alles tut, dass du TikTok nicht kompatibel verwenden kannst. Also TikTok-Videos haben ja dann auch dieses TikTok-Emblem mit drin. Und damit wird es von Insta schon wieder schlechter gerankt, ja. Da, weil sie wollen eigenen Content haben und dann hast du halt wieder das eine Format ist bis zu 15 Sekunden. TikTok ist, glaube ich, von 15 auch angefangen, eigentlich bis eine Minute, aber nicht mehr. Und dann hast du bei IGTV, das ist ja dieses Instagram TV, da musst du Minimum eine Minute haben. Das heißt also, es müsste hundertprozentig ganz genau auf dem Frame genau eine Minute haben, das Video, dass du es wenigstens auf Instagram TV schon verwenden kannst, aber gerade noch auf TikTok. Natürlich wollen sich diese Plattformen möglichst sabotieren, habe ich das Gefühl. Ist so. Ja, es sieht halt komisch aus, wenn du die Reloaded-Plattform einer anderen Plattform bist. Und TikTok hat das ja geradezu simplifiziert. Also das war ja so eine richtige, Natürlich. weil es legt ja geradezu, also es bietet dir sogar an, hey, möchtest du das Video nicht gleich auch noch woanders hochladen? Hier wäre Instagram, ne? Und es legt dir das auch noch so provokant aufs Handy ab in genau dem richtigen Format. Also es ist, ja, natürlich war das mit einem Hintergedanken von TikTok so programmiert, nehme Keine ich an. Frage, keine Frage. Und das war halt die Reaktion von Instagram dann mit dem Motto, wir brauchen euch nicht, danke, ja, behaltet euren Scheiß, ja. Und ich kann es ja, ich kann es natürlich nachvollziehen. Es ist ja keine Frage. Man will natürlich, man will ja die angesagte Plattform sein. Und ich glaube, was Fotos angeht, wüsste ich jetzt auch jetzt nichts Besseres als Instagram. Also, Also als Fotoplattform absolut Instagram. Natürlich. Genauso wie Livestreaming-Plattform absolut Twitch. Ist viel absolut. besser, meiner Meinung nach, als YouTube. Für Video on Demand absolut YouTube. Also es gibt einfach Kernkompetenzen. Ja? Und die Kernkompetenzen, ich vermisse ein bisschen, also Twitter ist Kernkompetenz extreme Kurznachrichten. Was für ein Schwafler für, wie mich, ja. Katastrophe ist eigentlich, ja. Schwierig, Weil. und das ist ja, glaube ich, doch das Problem von Twitter, dass es Shitstorms produziert, oder? Dieses kurze sich nicht erklären können in diesen Dingen, ja, ist ja das, was, glaube ich, immer diese Twitter-Nachricht so provokant macht, weil man dann im Nachhinein erklären muss, so hatte ich das ja gar nicht gemeint. Ja, das ist echt ein Problem, weil normalerweise neige ich dazu, Beiträge so zu formulieren, dass sie klar sind. Das braucht aber entsprechend Worte, ja. Und das Ganze möchte ich auch in ansprechender deutscher Grammatik, was natürlich dann zu Nebensätzen und Ähnlichem führt. Und das ist absolut nicht Twitter-tauglich. Also Tweet ist sowas. Hab mit The Expanse angefangen. Geile Serie. Gestern 5 Folgen gesuchtet. Mist. Zeichen beendet. Ja. So. Ja, Also. also das ist schwierig bei Twitter, aber es ist auch so, ich glaube, bei mir ist es derzeit so, dass ich meine Plattform eher sabotiere, als dass ich sie nach vorne bringe. Allein durch diese OnlyFans-Geschichte jetzt wieder, ja. Weil ich glaube, dass ganz viele Leute, also wie ich das Ganze angekündigt habe am 1. April, haben die Leute das ja noch für einen Scherz gehalten. Und jetzt, wenn ich poste, also ich werde höchstwahrscheinlich noch irgendwie posten, dass ich jetzt schon die ersten 2 Abonnenten auf OnlyFans habe, dann wird das wohl so sein, vermute ich, dass einige Leute sagen, auf den Scheiß habe ich keinen Bock, was ist denn das für ein Typ? Und abhauen. Und dann denke ich mir wieder,
ist es das wert? Und dann denke ich mir auf der anderen Seite wieder, genauso wie bei Follows bei Twitch, ja, wer gehen will, soll gehen, weil die Qualität der Leute, die bleiben, ist in ihrer Einstellung mir gegenüber ja besser. Also Qualität vor Quantität. Und das ist halt nicht die richtige Einstellung, wenn du groß werden willst, glaube ich, ja. Es ist ja auch das Interessante. Mir wurde immer eingebläut, man soll nicht dezentralisieren. Ja? Man soll sich auf einen Kanal konzentrieren, man sollte möglichst alles auf einer Sache haben. So hat man früher grundsätzlich immer geschaut, dass alles auf einem Kanal läuft, alles über einen Ding geht. Das war beim Fernsehen so, bei der Zeitung etc. Das war halt die alte Herangehensweise an das Ganze. Ich habe mich da eigentlich immer versucht, immer dran zu halten, aber weil du immer sagst, weil du vorhin richtig gesagt hast, jede Plattform hat ihre Kernkompetenzen und die Leute wollen dann diese Dinge auch dort. Ja? Ich habe Ja. versucht, über Twitch, das ja auch eine Funktion bietet, die wirklich, also sie haben versucht, hier eine Funktion einzubauen, dass man quasi Subscribern spezielle Videos zukommen lässt, aber sie bieten alle Komfortfunktionen, die andere Plattformen dafür haben, nicht. Und das ist halt das große Problem. Das ist nicht zu Ende gedacht, das ist nicht fertig gemacht. Ja? Und so sehe ich das bei vielen Plattformen, bei Google, bei Instagram etc. Wir wollen das jetzt auch, weil das ist angesagt, aber es ist nicht so gut wie bei der Plattform, bei der wir uns das abgeguckt haben. Ja? Weißt du, jetzt bei Google, Google Plus hatte ich Zum auch, Beispiel. aber Google Zum Plus Beispiel. war ja völlig für den Arsch. Also das, ganz Ja. ehrlich, das war eine, die hatte eine Plattform mit null Kernkompetenz, weil es War nur furchtbar. Kopien von anderen Sachen waren, die ich überall anderswo besser hatte Besser. und dort nicht mal gesammelt sinnvoll, sondern einfach nur, ja, wir haben dann auch was. Das war so Ja, ein typisches, genau. wir haben dann auch was Angebot. Also Google Bei uns Plus ins war Kreise. Katastrophe, ja, also. So. Zum Beispiel, ja, also wie gesagt, auch diese Funktion für Twitch. Ich würde sie gerne nutzen, ja, um meinen Subscribern bei Twitch mehr Content bieten zu können und mehr aus ihren Subs rausholen zu können. Aber so wie sie es momentan anbieten, habe ich sie wieder aufgegeben, weil es ist unkomfortabel, es wird ihnen nicht vernünftig angezeigt, es ist unfertig. Außerdem kannst du ja nicht ein Einzelvideo Subscriber-only machen, oder? Doch, So. doch. Das ist ja der Gag. Du kannst es schon, Ein aber es ist, wie einzelnes gesagt, Video? ja, aber es ist super umständlich. Ja, Ja. wahrscheinlich, weil sonst wüsste ich das. Ja, nein, es ist super umständlich. Weil du musst dann, nachdem du das Video gemacht hast, ja, musst du es dann quasi, musst du nochmal rein und nochmal sagen, nur für Subscriber. Und dann können es nur noch Subscriber sehen. Aber es wird nirgendwo auf deiner Plattform, wird das Video dann so angezeigt, dass die Leute auch sehen, ah, das ist da. Ja, da gibt es was, das ist nur für mich, für diese Subscriber. Ja, alles Sachen, die YouTube bietet, ja, auf die du nicht vergessen kannst, weil wie sollen die Leute denn merken, dass du das für sie gemacht hast? Ich habe das dann über ein Panel versucht zu lösen, hat nicht so gut funktioniert. Ja gut, dann müssten die Leute wieder Panels und Beschreibungen und sonst was lesen. Die lesen ja Lass nicht mal nur einen Welten Titel. vorkommen, Also das muss man dazu ja. sagen, ja. Also wenn ich Figuren schreibe ich ja zum Beispiel auch immer dazu, was ich da für Figuren bemale. Da steht dann Warhammer 40k, Conquest-Abo. Sogar, also wo ich die Figuren her habe. Conquest-Abo, dann steht da Plague Marines, ja, da steht wirklich alles da. Ja, nutzt nichts, liest keiner. Ja. Es gibt ganz wenige Ja. Leute, die das lesen. Ich bin so einer, der durchaus, zum Beispiel bei Raids schaue ich immer, wie ist der Titel, und welche Spielkategorie, bevor ich raide, weil ich möchte ja wissen, wohin ich die Leute, bei Twitch hinleite, ja. Was ich übrigens da wieder auch sagen muss, Twitch im Gegensatz zu YouTube ist sehr viel community-freundlicher, um Community-Building zu machen als Creator. Sprich, die Host-Funktion, die Raid-Funktion. Das heißt, Twitch ist total darauf aufgebaut, dass man andere Kanäle unterstützt. Durch seine eigenen Zuschauer. Dadurch größer wird, ohne direkt Kooperationen machen zu müssen. Ja? Geht auf YouTube eigentlich, so viel ich weiß, nur über Kooperationen. Ja? Also sonst Vor wüsste allem ich da nichts. bei Twitch kriegst du es ja plakativ. Das heißt, Twitch, jeder merkt, wenn er geradet wird. Ja? Ja. Jeder merkt, wenn er gehostet wird.
Ja, es gibt eigene Commands, wo man das auch noch groß anzeigen kann, wo man das abfeiern kann, etc., dass man jetzt gerade unterstützt wird. Ja? Das heißt, du hast das Feedback, ey, der hat das gesehen. Ich kann auf YouTube schon hergehen und YouTube mag das ja auch, dass ich YouTube-Videos in den Comments unten nochmal verlinke. Könnte ich dann auch sagen, hey, schaut euch den Kanal, kann schon den Kanal an. Nur du weißt nicht, wie viele Leute von mir jetzt auf dein Video gekommen sind. Ganz im Gegenteil. Ja? Du würdest glauben, hey, irgendwas habe ich richtig gemacht bei diesem Video, ja, das muss ja, dass es super geht, und hast nicht mitgekriegt, dass Pete Smith dafür auf irgendwo unten Werbung gemacht hat, ja, also es wird dir sogar auch noch den Algorithmus zusammenhauen. Ja, also zum Beispiel hier am Ende dieses Videos zum Beispiel sind beide Kanäle verlinkt, sowohl der von Quiz als auch von mir. Das heißt, also ihr könnt dann direkt im Video schon darauf klicken, ja. Oder aber natürlich ist es auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Das heißt also, ist das Video abgelaufen und es rennt schon womöglich die Werbung. Kanalmitglieder sehen Sie übrigens die erste Woche nicht diese Werbung. Ja, dann könnt ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Ja? Was mich zum Beispiel sehr, sehr stört bei YouTube, zum Beispiel bei der Werbung. Ja? Ich denke mir, es ist okay, vorm Video eine Werbung, nach dem Video eine Werbung. Bei so langen Videos wie jetzt ein Podcast ist eine Werbung mittendrin völlig okay. Bloß wenn ich auf Werbung klicke im Video, knallt bei der normalen Länge, die wir so haben, YouTube gleich 13 oder 14 Werbungen rein. In einer Dreiviertelstunde. Ich meine, das ist. Ich verstehe nicht warum. Ja? Man kann, wenn ich das da nicht dran denke und dann deine Frau, die Jorben, mich natürlich anschreibt und sagt, es sind so viele Werbungen drin, dann muss ich händisch wieder alle raustun, bis auf eine. Ich schalte meistens so nach circa 30 Minuten eine Werbung lasse ich drin, weil ich sage, bei einer Dreiviertelstunde Content darf eine Werbung in der Mitte durchaus drin sein. Natürlich, wir demolieren damit unsere Werbeeinnahmen. Wenn du das wirklich so drin lässt, wie das YouTube will, dann generierst du höhere Werbeeinnahmen, aber du vergraulst auch sukzessive alle deine Zuschauer, habe ich das So Gefühl. sieht's aus, Da ja. musst du schon wirklich Content haben, wo die Leute sagen, mir ist jede Werbung scheißegal, ich muss das gesehen haben. Aber unser Content ist ja immer mehr auf gemütlich reden aufgebaut und nicht auf in 2 Minuten enthülle ich euch das Geheimnis, wie ich mit OnlyFans angefangen habe. Ja, reden wir übrigens über meine neuen T-Shirt auf Get Shirts. Auch Quiz hat Get Shirts. Schaut auch bei ihm rein. Weißt du, ich meine, das ist genau der Punkt, wo du einfach dir dann so denkst, so, nein. Ja. Na, es ist, da hast du völlig recht. Was die Werbung angeht, nimmt das leider überhand. Und was mir eben auch sehr, sehr unangenehm aufstößt, ist halt jetzt schon die ganzen Funktionen, die sich bei Twitch mittlerweile auch schon häufen. Ja, schalt doch die Werbung selber, dann ist sie am Anfang des Videos nicht. Und eine Zeit lang war ja auch im Gespräch, Gott sei Dank ist das mittlerweile vom Tisch. Ich hoffe, dass es nicht wiederkommt, dass nach 30 oder einer Stunde, also 30 oder 60 Minuten, dann nochmal ein Werbeblock geschalten werden muss und solche Sachen, weil ich müsste dann, wäre dann gezwungen, eine Werbung zu schalten, weil sie mir dann sonst zum Beispiel mitten in einem Song reingeknallt werden würde. Ja. Ja, das ist ein Problem natürlich. Was man allerdings dazu sagen muss, ist, ich schalte ja durchaus Werbung, wenn ich aufs Klo gehe. Ja? Weil, Ah, tust du das? Diese Twitch-Werbungen, schaltest ja, du die? die schalte ich. Ah. Weil ich schalte den Leuten meinen Pausenstream mit meiner Musik von meinen CDs rein, aber gehe dann auf 3 Minuten Werbung. Also wirklich 3 Minuten. Da kann ich dann gemütlich nach oben gehen, Toilette gehen, Hände waschen, runterkommen, wieder mich gemütlich hinsetzen, mich neu verkabeln. Das geht sich 3 Minuten bei einer kurzen Pickelpause durchaus aus. Manchmal habe ich sogar noch 10 Sekunden übrig oder so, also ist kein Thema. Aber die 3 Minuten sind jetzt nicht übertrieben, es ist aber halt besser als 1 Minute, weil bei 3 Minuten, glaube ich, kriegst du dann 30 Minuten werbefrei, wenn neue Leute reinkommen.
Das heißt, und es tut ja den Leuten definitiv nicht weh, wenn ich sowieso gerade keinen Content mache, weil ich aufs Klo gehe. Nur Genau, ja. hören sie halt dann die Pausenmusik möglicherweise nicht. Ja, das ist aber bei den Abonnenten ist es so, die hören es sowieso. Also die kriegen die Werbung ja nicht, so viel ich weiß. Und die, die jetzt keine Abonnenten sind, ja, also die kriegen halt dann die Werbung. Aber wie gesagt, das ist in der Zeit, wo ich gar keinen Content produziere. Ja. Ja, würdest du sagen, weil das ist, glaube ich, eine Frage, die dann auch gleich natürlich interessiert, würdest du sagen, dass deine Einnahmen signifikant gesteigert werden durch Twitch-Werbung? Signifikant. Ich habe nicht keine Ahnung, wie deren Entgeltungssystem diesbezüglich aussieht, aber ich sehe immer nur sehr kleine Beträge, die bei mir durch Werbung generiert worden sind. Sie steigern sich merkbar, wenn du die Werbung auch schaltest. Also viel trinken, viel aufs Klo gehen, das ist merkbar im Verhältnis zu dem, was man sonst an Werbung kriegt. Aber ja, du hast halt auch nicht wirklich großartige Werbeeinnahmen. Ich habe keine Ahnung. Aber dass du mal irgendwann in dreistelligen Bereich kommen solltest, ist, glaube ich, so nicht sehr gefährlich. Also es ist, da brauchst du schon sehr viele Zuschauer oder sehr viele Werbepausen. Ja, aber nein, also, sag mir mal, Kleinvieh macht auch Mist, ja. Also selbst der zum Beispiel auf YouTube kriege ich so circa 50 Euro derzeit im Monat. Das sind auch 60 Euro, also 600 Euro dann im Jahr. Das ist dann, also will man sich nicht drüber beschweren, wenn das zusätzlich reinkommt, aber ich meine. Ist wie bei mir und den Download-Plattformen, wo ich die Musik anbiete, werde ich jetzt nicht reich davon, sage ich immer wieder dazu. Ich freue mich über alle, die auf Spotify reinhören, weil ich einfach schön finde, wenn die Zahlen so hoch sind. Aber reich wirst du davon nicht. Das ist ein Taschengeld, ne? Aber wenn du dir Ungefähr ein. überlegst, du machst 4 Videos im Monat bis 8 Videos im Monat, das ist so ungefähr bei mir, ist Zustand 4, soll Zustand irgendwann mal 8, ne? Also jede Woche 2 Videos wäre halt traumhaft. So knapp über 100 im Jahr. Und dann stellst du halt fest, ja, für 50 Euro im Monat ist das halt, ja, rechne das Viel mal. Arbeit. Also es ist, wenn du wenig Videos machst, knapp über 10 Euro pro Video. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Das muss und kann nur Dinge sein, die man entweder total gerne macht oder es vielleicht supportend für eine andere Plattform macht. Und bei mir läuft YouTube wirklich so ein bisschen als Support-Plattform für Twitch mit. Ja, und natürlich kann man Sachen wiederverwenden. Also zum Beispiel, ich habe einen Adventkalender gemacht auf Instagram TV, 24 Folgen und habe dann halt jede Woche die Folgen der Woche zusammengeschnitten und habe das Ganze dann auf YouTube gepackt. Also du kannst auch Sachen wiederverwerten und je mehr Plattformen du hast, desto mehr Sachen kannst du dann theoretisch wiederverwerten, ja. Also das ist halt immer die Frage, was will man haben? Also es gibt ja genug Leute, die nur Streaming-Highlights rausschneiden und das damit ihren YouTube-Content füttern. Das ist eigentlich ein Twitch-Streamer, der halt nebenher einen YouTube-Kanal hat. Oder die halt wirklich sagen, okay, ich mache ein Let's Play. Und manche machen wirklich unkommentiert, schneiden das dann halt in 15-Minuten-Häppchen. Und servieren dann einen 4-Stunden-Stream in 15-Minuten-Häppchen mit so und so vielen Videos, ja. Weiß nicht, wie sinnvoll das ist, ganz ehrlich. Kann ich jetzt nicht sagen. Manche machen sich halt auch die Mühe und bearbeiten das nach, inklusive Text und so weiter. Dann ist das Ganze schon beeindruckend cooler, wenn das gut gemacht ist. Und das ist eben das Interessante auch in der Sache, eben das, wie du richtig sagst, es muss halt cool gemacht sein. Es ist, wenn du nicht gerade irgendwie eine Idee hast, die wenig Aufwand verlangt und große Aufmerksamkeit generiert, dann musst du halt mittlerweile bei den sozialen Plattformen mit den Großen mithalten können. Mit den Großen meine ich jetzt mit teilweise
YouTubern, die von Fernsehsendern gesponsert werden, ja, die also viel mehr Geld, viel mehr Personal, Leute für den Schnitt etc. alles zur Verfügung haben. Soweit sind wir ja schon. Mit diesen Leuten musst du konkurrieren. Mit Leuten, die das seit Jahrzehnten machen und eine riesige Fanbase aufgebaut haben und einen professionellen Level erreicht haben, ja, der, und wir sind ja auch schon, also wir sind ja auch schon im semi-professionellen Bereich, was Aufnahme angeht, etc. Wir haben ja auch sehr, sehr aufgestockt, was das angeht, aber ich bin jetzt nicht auf dem Level, dass ich mir eine 15.000-Euro-Kamera hier hinstellen kann, mit der ich nur streame. Ja. Ja, aber ich sag mal so, oder man pfeift halt drauf, ne? Also, ganz ehrlich, meine jetzt, für alle Leute, die sich denken, okay, dieser Content hier, es ist halt jetzt so, das ist jetzt rein OBS und Discord und die Webcam, die man, also ich jetzt verwende, ja. Die Qualität ist jetzt vielleicht nicht so mega, aber gleichzeitig muss man auch sagen, Leute, es ist ein Podcast, der hauptsächlich auf Akustik läuft, ne? Klar, man sieht uns hier, es ist ein Feature, ja, aber es ist ja nicht der Main-Fokus. Und das nächste ist meine YouTube-Videos. Also, manche von meinen Videos mache ich wirklich ganz normal, nur mit dem Handy. Weil, ich meine, das Ding hat auch eine gute Kamera, die Tonqualität ist nicht die beschissenste und im Endeffekt besser mehr Content gemacht und der Inhalt. Das heißt, Content heißt der Inhalt, ja? Der Inhalt ist wichtig, nicht die Qualität. Wenn ihr super Qualität habt und der Inhalt interessiert niemanden, hilft das auch nicht, ja? Und das ist auch der Fehler, den viele Leute am Anfang machen. Mega Equipment kaufen und sich dann verlassen fühlen, weil niemand zuschaut. Und ich denke mir, komm, ich manchmal rotze ich auch mal Content hin. Manchmal ist es wirklich gut durchdacht und vorbereitet. Gerade Wissenscontent muss ja auch recherchieren und so. Aber ich mache mir dann kein Skript oder sonst irgendwas. Ich mache einfach, ja. Weil sonst brauche ich so viel länger für den Content, dass ich sehr viel weniger Content produziere. Und dann habe ich lieber was in meiner Qualität, wo ich sage, ja, das ist Content, den ich halt mache, ja, das hat auch seine Fans, aber selbst mit der besten Kamera würde ich jetzt nicht plötzlich dreimal so viel oder zehnmal so viel Leute ansprechen, weil mein Content ja nicht anders wäre, er wäre nur qualitativ vielleicht hochwertiger. Interessant zu dem Thema finde ich Beispiele wie Montana Black, Gronkh und Gnossi, die alle drei, obwohl sie es könnten, nicht im Studioqualität, nicht mit unglaublich vielen Mitarbeitern und nicht mit dem Aufwand produzieren, ja, wie ihnen wahrscheinlich problemlos zur Verfügung stehen würde. Ich bin mir sicher, dass die Leute nur schreien können, hey, hier, ich brauche ein paar Praktikanten und die hätten die Bude voll, ja, sondern immer noch quasi mit Greenscreen zu Hause oder auch einfach nur ganz ordinär mit der Webcam reingefilmt ihren Content produzieren. Weil das reicht, wenn der Content passt und Fans findet. Das ist auch so. Eben wie gesagt, viele Leute wollen Influencer werden. Viele Leute denken, es kommt auf die Technik an, ja. Natürlich, was beim Video oft vernachlässigt wird, der Sound. Er muss soweit passen. Er darf nicht scheiße sein, ja. Aber er kann okay sein. Er muss nicht perfekt sein, ja. Aber viele Leute rüsten auf und kaufen sich da noch was und da noch was und da noch was. Ja, ich habe mir jetzt auch eine Videoleuchte, eine zweite geleistet, die jetzt mich von der Seite noch beleuchtet. Ich habe jetzt also Licht von da und von da. Nicht nur, wenn das Fenster noch Licht durchlässt, sondern auch nächtens kann ich jetzt hier mich von der anderen Seite zusätzlich beleuchten. Kann man irgendwann mal machen. Aber da die Leuchte hat nicht so viel gekostet und der Arm dazu nochmal, was weiß ich, 20 Euro oder so. Oder nicht mal 20, ist ein Schwanenhals. Dingens, weil ich keinen Platz mehr für einen Beleuchtungsständer da gehabt hätte. Und ein Stativ, das ist, nimmt alles viel zu viel Platz weg. Also ich habe hier
eine günstige Ringleuchte auf einem Stativ und halt hier noch eine normale Videoleuchte, die du dir auch ganz normal auf eine Kamera oben drauf klatscht, ja. Das war's. Und das ist schon eh hochwertig, ja. Im Endeffekt würde ich dann eine Schreibtischlampe auch hinpacken. Es wäre nicht viel Unterschied, ja. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich überlegt, was ist für meinen Content notwendig und was ist mir wichtig. Mir zum Beispiel war wichtig, dass meine tiefe Stimme bei den Leuten so ankommt, wie ich auch klinge, wenn sie mich jetzt live buchen würden. Deswegen habe ich in ein teures Mikrofon investiert, von dem ich lange recherchiert habe und gehört habe, ja, es ist das richtige Mikrofon, das unten die tiefen Töne gut abnimmt. Tiefe Töne sind immer eine Herausforderung für ein Mikrofon. Und ja, da habe ich ein bisschen mehr Geld rein investiert, aber das war mir für meinen Content wichtig. Meine Kamera hat dafür nur 300 Euro gekostet, weil das musst du nicht unbedingt so scharf sehen. So scharf ist das nicht. Ja, aber du filmst jetzt nicht mit der Kamera, oder? Nicht bei dir, ja. Nein, ja, du bekommst das Bild von der Logitech-Kamera, die hat überhaupt nur 75 Euro gekostet. Aber bei mir wird das Bild hier für den Stream von einer Panasonic-Kamera abgenommen, ist aber auch nur ein ordinärer Camcorder. Ne? Also wie gesagt, im nächsten Video, wenn ihr dann bei Quiz schaut, ist er viel schärfer. Da finde ich weniger scharf, weil ihr in diesem Video meine Brio-Cams seht, aber im Video vom Quiz die 700, also die Logitech C29, ja. Ist leider der Technik so geschuldet, ja. Ja, aber es ist eigentlich, wie gesagt, beim Podcast auch eher egal. Wie gesagt, Leute, nehmt notfalls eure Handys, wenn ihr anfangen wollt, irgendwie in Social Media einzusteigen. Wenn ihr ein gutes Handy habt, habt ihr sowieso eigentlich schon mal alles, was ihr braucht. Es gibt auch schon ganz, ganz viele Sachen wie eben Selfie-Sticks, die inklusive Fernbedienungen sind und so weiter und so fort. Und dann gibt es Halterungen, da könnt ihr zum Handy auch noch eine Videoleuchte dran klatschen und sonstiges. Es gibt so viel an drumherum, dass ihr mit einem normalen Handy wirklich gute Ergebnisse erzielen könnt, inklusive Gimbal und so weiter. Ich mache meine YouTube-Videos von unterwegs zum Beispiel mit einer JVC, nein, nicht, wie heißt die? DJI Kamera mit der Osmo Pocket. Das ist ideal. Man hat den Gimbal inklusive, hat eine kleine Kamera, kann das immer mit haben. Das ist, wenn ihr eben unterwegs Content macht, perfekt. Ja, Social Media Plattformen richtig zu bespielen, ist eine Wissenschaft für sich, und zwar jede einzelne ist anders geartet. Die ändern auch ihren Algorithmus immer wieder. Und also Instagram, weiß ich, liebt es, wenn man die neuesten Funktionen immer nutzt, weil die wollen ja ihre neuesten Funktionen auch pushen. Also produziert man immer, wenn es geht, mit den neuesten Funktionen. Was ich übrigens natürlich nicht mache. Wie ich schon sagte, Instagram bin ich so ein bisschen hinten nach. Aber das ist halt so. Es ist schon mal gut zu wissen, ja. Es ist schon mal gut zu wissen, wie funktioniert eine Plattform. Es gibt ganz viele YouTube-Videos übrigens dazu, Tutorials und so weiter. Wie gut die sind, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Und wie gesagt, wenn es heißt, ja, du musst dich auf ein Thema fokussieren, habe ich immer das Problem, weil bei Instagram ist das Thema, ich bin das Thema, ja. Das ist einfach so. Ich will mich da eigentlich nur mit all meinen Sachen selbst darstellen. Und ob das irgendjemandem Mehrwert ist, ist halt ein bisschen schwierig. Ich glaube nämlich nicht, weil im Endeffekt, was geht am besten durch die Decke? Irgendwas mit Mehrwert. Der Mehrwert kann Unterhaltung sein, der Mehrwert kann sein Wissen, der Mehrwert kann sein eben Lifehacks, sonst was. Kochrezepte, egal was. Mehrwert ist aber das, was wirklich zieht. Gut umgesetzt, wohlgemerkt, weil alle anderen wissen das auch und machen Ähnliches. Und wenn ihr einsteigen wollt, macht das Beste draus, aber vergesst nicht, es kostet Zeit und es kann euch wirklich viel Zeit kosten, ohne dass es jemals erfolgreich wird. Ja, in dem Sinne, glaube ich, sind wir auch durch.
Wir haben gerade die Stunde voll gemacht, circa. Haben wir. Ja, es sollte eigentlich nur 45 Minuten höchstens dauern. Aber waren jetzt auch ein sehr komplexes Thema mit sehr vielen Plattformen. Also uns findet ihr, wie gesagt, auf folgenden Plattformen bei mir. YouTube, Twitch, Instagram, Twitter. Des Weiteren, ach, schaut einfach in Linktree. Linktree Ja, habt ihr der ist alle bei Links drin, also inklusive Discord und OnlyFans und was ihr sonst nie fragen wolltet. Alles im Linktree. Hast du auch Linktree? Genau. Nein, ich habe dafür einen normalerweise immer sehr gut gepflegten Panel auf Twitch und da konzentriere ich mich immer darauf, dass alle meine Links aktuell sind und alles, was wichtig und von mir gerade auch wirklich aktuell gepusht wird, dann auch dort zu finden ist. Linktree bietet inzwischen die Funktion, YouTube-Videos auf Linktree direkt einzubinden. Ich habe also Aha. praktisch mein neuestes YouTube-Video, das ich pushen will, immer ganz oben im Linktree. Naja, also es gibt da Dinge. Es gibt Dinge. Es gibt Dinge. Ich weiß Dinge. In dem Sinne, wir verabschieden uns. Ihr habt gesehen. Quiz. Und Arnulf, Arnulf. Und Quiz, wir sehen uns im nächsten Q&A auf dem Kanal von Quiz oder mir. Ansonsten alle Infos unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke an meine Patreons. Danke an alle Leute, die mich unterstützen auf diesem Kanal als Kanalmitglieder. Wir sehen uns. Ciao. Arnold vom Quiz.